Jo, hallöchen Leute, willkommen mal wieder zu einem Ben stellt vor Video. Heute gibt es wieder mal drei Let's Player Kanäle plus einen Geheimtipp. Und ich muss euch sagen, das ist jetzt schon die zweite Aufnahme, die ich von dem Ben stellt vor Video mache. Bei der ersten Aufnahme hat Camtasia einfach mal so meine Aufnahme gefressen. Und ja, deshalb hier die zweite Auflage von mir zum Thema Ben stellt vor. Ich möchte auch gleich anfangen. Jetzt erzähle ich halt alles nochmal, ist ja auch egal. Ich möchte gleich anfangen mit der Frau Runenpriesterin. Die hatte sich bei mir gemeldet und hat gesagt, das mache ich alles ganz gut und so, blablablub. Und ja, deshalb hat sie gefragt, ob ich denn auch mal ihren Kanal machen könnte. Ja, das kann ich natürlich machen. Also, die Frau Runenpriesterin, wie ich sie immer gerne nenne, hat ja auch mein Kanaldesign gemacht, hat mein Intro gemacht und ja, deshalb ist das alles für mich kein Thema, sie auch mal hier vorzustellen. Ja, hab mir jetzt auch nur zwei Punkte aufgeschrieben, also an sich, an der Ton, Bild und am Commentary habe ich jetzt eigentlich bei ihr so nichts auszusetzen an sich, außer beim Let's Fail Minecraft war das, glaube ich. Ach, schlag mich tot, war's das? Ja, ich finde es jetzt gerade nicht. Das ist ja eine. Das ist ja. Blenden ist das. Ja, es war, glaube ich, beim Let's Fail Minecraft. Da hatte sie noch eine blöde Soundqualität, aber sie hat gesagt, sie hat jetzt ein neues Headset, deshalb gehe ich einfach mal stark davon aus, dass das jetzt ein bisschen behoben ist. Ansonsten stört mich noch dieses Wirrwarr bei den Projekten. Also sie hat mir so viele Projekte aufgeschrieben, aber das Einzige, was ich immer finde, ist Digimon World. Dann kommt hier mein Let's Show, dann Let's Play Die Fail und da Secrets. Ne, Secret, nicht Secret. Ach ja, muss übrigens Let's Fail Together. The Missing Child Children war's. Genau, und ja, ein bisschen Wirrwarr bei den Projekten. Vielleicht da einfach mal ein bisschen versuchen, Ordnung reinzubringen. Ich meine, gut, so oft kommt auch nichts, weil sie auch mit Abi beschäftigt ist. Und ja, deshalb, aber an sich, wie gesagt, Tonqualität, Bildqualität stimmt meiner Meinung nach. Und das Commentary stimmt eigentlich auch. Dann hat sie mir zwar auch aufgeschrieben, was sie so macht, aber ich habe es mir wieder nicht notiert auf meinem schlauen Zettel. Neuauflage, Beyond Good and Evil. Hey, das Spiel kenne ich. Was hat sie noch so? Secret of Mana 2, Digimon World DS. Das spielt sie ja auch aktiv. Und ja, ansonsten einfach mal reingucken. Also das sind jetzt nur so ein paar Projekte, die hat so viel stehen, aber das ist so ein Wirrwarr bei ihren Projekten. Also, ja natürlich, ich werde in Skype angeschrieben, ach Skype sage ich, ich werde in Facebook angeschrieben, wenn ich natürlich die Aufnahme mache. Warum auch nicht? Na egal. Auf jeden Fall, die Frau Runenpriesterin könnt ihr gerne mal reinschauen und wenn es euch gefällt, abonnieren. Gute Let's Playerin, gefällt mir auf jeden Fall, was ich sehe, höre und auch sonst alles. Gut, damit war's das mit der Frau Runenpriesterin. Wie immer, alle Kanäle sind verlinkt im Video und in der Videobeschreibung. Wir hüpfen gleich mal zum nächsten Let's Player. Das ist der Janni Rick. Ich sag jetzt einfach mal Janni Rick. Der Gute hat sich auch bei mir gemeldet, zudem habe ich mir auch ein bisschen was aufgeschrieben, so Feedback-technisch. Also, ich habe mir den ersten Part vom Let's Play Minecraft angeguckt und Gesprächsthema hat er sich vorbereitet, das finde ich schon mal sehr gut, also gute Idee auf jeden Fall. Was ich noch ein bisschen zu bemängeln hatte, ist die Minecraft-Musik, oder die Musik bei Minecraft, meiner nach nicht ganz so passend. Also ich finde sie jetzt nicht ganz so passend, die Musik. Klingt zwar nicht schlecht, die Musik, aber zu Minecraft finde ich persönlich jetzt nicht ganz so passend. Aber gut, wenn du es so weitermachen möchtest, dann kannst du das gerne tun. Nur ich als Zuschauer finde sie jetzt nicht ganz so passend. Also zu Minecraft würde ich sagen, da passt Gaming-Musik. So wie ich es bei meinem Minecraft-Let's Play habe, wo ich einfach Gaming-Musik drunter mache von verschiedenen Games.
Und ja, was ich dann noch zu bemängeln hatte, war, dass er nicht von vorn angefangen hat beim Minecraft Let's Play. Also ich glaube, er hat schon mal eine Karte, das war irgendwie, vielleicht war es seine private Karte, ich weiß es jetzt nicht, hat er einfach mal so mittendrin angefangen. Und das finde ich als Zuschauer, finde das ein bisschen blöd. Ich meine, gut, jetzt hat er das Let's Play schon eine Weile am Laufen, jetzt kann er das auch so lassen, aber an sich finde ich es blöd. Also ich habe ja auch nochmal neu angefangen bei meinem Minecraft Let's Play, weil ich hatte ja ganz am Anfang das Dorf, wie sich vielleicht noch einige erinnern, und das fand ich eigentlich blöd, dass ich schon so viel am Anfang hatte. Ich wollte lieber ganz von Null anfangen, was ich dann auch gemacht habe, nämlich einfach eine neue Map gemacht habe. Und ja, also das fand ich schon ein bisschen blöd, da einfach so mittendrin irgendwo anzufangen. Ansonsten die Ingame-Musik von Minecraft, manchmal hat er auch die Ingame-Musik von Minecraft am Laufen, ist okay, völlig okay, kein Ding, kannst da am Laufen haben, aber sie ist ein bisschen zu laut, einfach mal ein bisschen runterdrehen. Also ich finde es zu laut für meinen Geschmack, die Minecraft-Musik, die da immer so läuft. Ja, doch finde ich zu laut, und bei Gelegenheit ein bisschen runter reduzieren, wenn du die normale Minecraft-Musik laufen hast. Ansonsten gute Idee, finde ich, wie es auch beim anderen Let's Player schon war, die vorige und die nächste Folge gleich eingeblendet, damit man gleich zur nächsten klicken kann, vielleicht noch am Ende das machen. Ich weiß gar nicht, ob er es am Ende hatte. Schlauere Idee wäre, am Anfang und am Ende das zu machen. Also, wo man dann einfach zur nächsten Folge klicken kann. Gute Idee auf jeden Fall. Wieso kommen die Leute immer in Skype online, wenn ich gerade eine Aufnahme mache? Ansonsten hatte er ja noch eine andere Minecraft-Folge aufgenommen, wo er sich keine Gesprächsthemen vorbereitet hat, und wenn möglich immer Gesprächsthemen vorbereiten. Ich weiß, man hat nicht immer Themen, aber wenn möglich immer Gesprächsthemen vorbereiten, immer. Und aber ansonsten, er hat sich eigentlich ganz gut gerettet, hat da ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Fand ich auch ganz gut, hat ein bisschen von der Schule geplaudert, kann man natürlich immer machen, also immer ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern vom Real Life, was man so erzählen möchte. Und ja, aber ansonsten nach Möglichkeit immer Gesprächsthemen vorbereiten. Das ist nie verkehrt bei Minecraft. Bei Minecraft ist das nie verkehrt. Wenn du es bei Call of Duty nicht machst, da ist das nicht so schlimm. Da gibt's genug Action in dem Spiel. Und ansonsten habe ich dann mir noch Minecraft Part 17 angeguckt, und da fand ich die Tonqualität ein bisschen doof. Also beim ersten Part fand ich sie ja schon richtig doof. Hat sich dann aber zum Besseren gewendet, aber jetzt finde ich sie immer noch nicht so ganz perfekt. Also beim ersten Part, da hat man ja, war ja schrecklich die Tonqualität, da hat man sogar noch den Rechner im Hintergrund laufen hören, und das ist, nee, das geht nicht. Also wenn man ein großes Publikum erreichen will mit seinen Videos, dann geht sowas gar nicht. Das wird, mit der Zeit wird das, nach 2, 3 Minuten wird das total nervig. Und deshalb hat er aber schon abgestellt, aber Tonqualität noch nicht ganz perfekt. Vielleicht kann man da noch was verändern. Ansonsten Bildqualität, er lädt in HD hoch, ist vollkommen in Ordnung. Commentary, dafür, dass er erst angefangen hat, eigentlich auch schon recht gut. Also so die Idee mit aus dem Nähkästchen plaudern ist schon recht gut. Also das Commentary ist schon nicht schlecht. Zwar verbesserungswürdig, aber so für den Anfang passt schon, passt schon. Ja, ansonsten den Janni Rick oder Rick, wie man dich jetzt auch immer nennt, den könnt ihr euch gerne mal angucken. Kanal wie immer in der Videobeschreibung und im Video verlinkt. Und ansonsten einfach mal reingucken, ein paar Videos angucken, und wenn es euch gefällt, einfach mal auf Abo setzen. Und ja, dann kommen wir auch schon wieder zum letzten regulären Let's Player im Bunde. Das ist der gute Pal. Patal Pa LP, ich hoffe, den Namen habe ich jetzt richtig ausgesprochen. Patal Pa LP, wie gesagt, ich entschuldige mich für falsch ausgesprochene Namen. Bei ihm, also habe ich eigentlich nicht wirklich was zu meckern. Also Tonqualität stimmt, Videoqualität stimmt, das Commentary finde ich auch schon richtig gut. Also dafür, dass er erst vor ein paar Monaten angefangen hat. Klingt schon gut, das Commentary, und auch die Ideen in Minecraft sind richtig genial. Also das mit dem Geheimgang, wo ich mir die Minecraft-Folgen angeguckt habe, richtig coole Ideen hat er da. Und ansonsten, er nennt sich ja immer den Let's Player mit der schrägen Stimme. Gut, finde ich jetzt nicht. Also ich finde, dass er eigentlich eine ganz normale Stimme hat. Also ich weiß jetzt persönlich nicht, was an der Stimme jetzt so schräg auszusetzen ist.
Und das Einzige, was ich jetzt zu bemängeln hatte, ist, er hat mir noch so viele Ziele geschrieben. Er hat mir geschrieben, dass er bei YouTube dabei sein will, dass er da noch das und das machen will, wenn er 100 Abonnenten hat, wenn er, dass er sich ein YouTube-Treffen, also dass er selbst mal mit eins organisieren will, einfach nicht so sehr unter Druck setzen lassen. Also mir kam es jetzt schon vor, dass du so viele Ziele vorgenommen hast und da habe ich ein bisschen die Sorgen, dass du dich da ein bisschen so unter Druck setzt mit diesen Zielen. Also ich hoffe, das machst du nicht. Ansonsten nicht unter Druck setzen lassen und auch, das sei jetzt für alle anderen Let's Player gesagt, auch wenn ihr jetzt nicht innerhalb von den nächsten, keine Ahnung, 2-3 Monaten keine 100 Abonnenten zusammenkriegt, nicht unter Druck setzen lassen. Ihr müsst euch immer wieder sagen, die Let's Player-Szene ist riesig und es kann sein, dass sie auch einfach nur untergeht. Also, und ich meine, wer nach wie viel Monate ist er jetzt dabei, wer jetzt nach 2, 3, 4 Monaten, sage ich jetzt mal, wer nach 4 Monaten schon 74 Abonnenten hat, ist eigentlich schon recht gut. Also ich habe mir schon Let's Player angeguckt, die hatten nach einem Jahr gerade mal was bei 30 Abonnenten. Ja, also kann ich teilweise auch nicht verstehen, warum, aber gut, es ist halt so. Ansonsten, wie gesagt, stimmt alles. Commentary, Bildqualität, Tonqualität habe ich nichts dran auszusetzen. Nicht zu sehr unter Druck setzen lassen, sei auch für alle anderen Let's Player gesagt, nicht zu sehr unter Druck setzen lassen, wenn ihr nicht sehr schnell so viele Abonnenten zusammenkriegt. Und es soll ja nach wie vor der Spaß im Vordergrund stehen beim Let's Playen. Alles klar, Leute. Dann könnt ihr euch den Patalpa-LP, hoffe, Name ist richtig ausgesprochen, könnt ihr euch gerne angucken und wenn es euch gefällt, ein Abo dalassen, positive Kritik dalassen oder konstruktive, sagen wir es mal so, konstruktive Kritik, die muss ja nicht immer positiv sein, konstruktive Kritik dalassen und ansonsten reingucken und wenn es euch gefällt, abonnieren. Gut, dann kommen wir auch schon zum geheimen Vorschlag, naja, so geheim ist es jetzt nicht, zum Special-Vorschlag oder wie ich das jetzt auch immer nennen möchte. Ja, viele haben es vielleicht gesehen, der Stefan ist kurzerhand einfach mal umgezogen auf einen anderen Kanal, dessen Kanalname ich nach wie vor nicht aussprechen kann, Schuku Gourmet oder irgendwie sowas in der Richtung. Er hat ihn mir mal in Facebook geschrieben, wie es ausgesprochen wird, nur das habe ich jetzt gerade im Verlauf nicht mehr gefunden. Und ja, ansonsten könnt ihr, der Kanal ist ja sowieso im Video und in der Videobeschreibung verlinkt. Ansonsten könnt ihr gerne beim neuen Kanal vom Stefan reingucken. Er hat momentan am Laufen Die Sims Lebensgeschichten, Let's Play 13, ein Comic-Ego-Shooter, sieht ganz nett aus. Und ansonsten seine üblichen Entertain-Videos, wie wir sie alle kennen. Und er hat sogar noch schon Let's Show hochgeladen. Also Stefan ist umgezogen, wollte seinen alten Kanalnamen nicht mehr haben. Und ist jetzt auf diesen Kanal umgezogen, dessen Namen ich jetzt nicht nochmal versuche auszusprechen. Auf jeden Fall ist der Stefan umgezogen und ihr könnt gerne mitziehen. Ich bin schon mitgezogen, wie ihr seht. Ihr könnt gerne mitziehen und falls es einem entgangen ist, dass er umgezogen ist, was eigentlich nicht sein kann, weil er hat ja ein Infovideo rausgehauen. Aber der Stefan hat gefragt und wollte unbedingt, dass ich ihn auch mal in die Bench stellt vor. Runde mit reinnehme, habe ich jetzt gesagt, ja okay, jetzt hast du eh einen neuen Kanal, jetzt kann ich dich mal so als Special-Vorschlag nehmen. Wird aber nicht immer kommen, dieser Special-Vorschlag. Okay Leute, dann war's das aber auch schon wieder mit den Benz, nicht Benz News. Nee, da bin ich jetzt falsch, mit der Bench-Stellt-Vorrunde. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns in einem nächsten Let's Play wieder. Ich hoffe, ich konnte den Let's Playern, die ich jetzt vorgestellt habe, ein bisschen helfen mit meinem Feedback beziehungsweise mit der konstruktiven Kritik konnte ich jetzt ein bisschen helfen. Vielleicht können sie jetzt irgendwas anderes machen oder fühlen sich bestätigt oder was auch immer. Ich hoffe, ich konnte sie ein bisschen helfen, vielleicht die Kanäle ein bisschen pushen, dass sie 2-3 Abonnenten dazu kriegen. Und ja, wir sehen uns in einem nächsten Let's Play wieder. Bis dahin, Leute. Tschö.